Professor Sybil Trelawney, eine außergewöhnliche Hogwarts-Professorin, die einige Vorhersagen in die Zukunft gemacht hat, die sich als gar nicht so falsch herausgestellt haben. Aber sind ihre Vorhersagen immer richtig? Das und mehr behandeln wir jetzt in diesem Video. Heute werden wir uns mit Sybil Trelawney und ihrer Rolle als Seherin befassen. Je nach Perspektive ist Sybil Patricia Trelawney eine der bedeutendsten Seherinnen ihrer Zeit, denn sie hat das Schicksal von Harry Potter und Lord Voldemort korrekt vorausgesagt. Trotz dieser beeindruckenden Vorhersage hat Trelawney jedoch einen schlechten Ruf. Ein kurzer Blick auf sie reicht aus, um zu verstehen, warum. Mit ihrem krausigen Haar, einer alten, staubbedeckten Handtasche und einer Brille so dick wie eine Colaflasche wirkt Professor Trelawney nicht gerade wie jemand, der die Zukunft sehen kann. Doch es mag überraschen, dass diese bescheidene Wahrsageprofessorin an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei zahlreiche Vorhersagen und Prophezeiungen gemacht hat, die sich als wahr erwiesen haben. Heute werden wir einige dieser Vorhersagen genauer betrachten. Ein entscheidender Moment in Professor Trelawneys Leben war ihre erste wahre Prophezeiung. Diese machte sie, während sie mit Albus Dumbledore zusammensaß. Trelawney sagte die Zukunft und das Schicksal von Lord Voldemort voraus. Die Prophezeiung lautete wie folgt: Der eine mit der Macht, den dunklen Lord zu besiegen, naht heran. Jenen geboren, die ihn dreimal die Stirn geboten haben. Geboren, wenn der siebte Monat stirbt. Und der dunkle Lord wird ihn als sich Ebenbürtigen kennzeichnen. Aber er wird eine Macht besitzen, die der dunkle Lord nicht kennt. Und der eine muss von der Hand des anderen sterben. Denn keiner kann leben, während der andere überlebt. Der eine mit der Macht, den dunklen Lord zu besiegen, wird geboren werden, wenn der siebte Monat stirbt. Diese Prophezeiung deutete offensichtlich auf Harry Potter und Tom Riddle hin. Harry Potter, der im Juli 1980 geboren wurde, hatte die Macht, den dunklen Lord zu besiegen. Als Voldemort davon erfuhr, reiste er verzweifelt zum Haus der Potters, um Harry Potter zu töten, doch sein Fluch prallte ab. Später bemerkte Dumbledore, dass es Voldemorts eigenes Handeln war, das sein Verderben besiegelte. Hätte der dunkle Lord nichts unternommen, wäre die Prophezeiung vielleicht nicht wahr geworden. Als Harry heranwuchs und schließlich nach Hogwarts kam, geriet diese Prophezeiung erneut ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Ein weiteres Kind, Neville Longbottom, wurde ebenfalls im Juli geboren und erfüllte die Voraussetzungen für die Prophezeiung. Dumbledore meinte jedoch, dass Voldemorts eigene Handlungen die Prophezeiung entschieden hätten, indem er Harry als Ziel wählte. Nach diesem Treffen in Hogsmeade im Jahr 1980 arbeitete Trelawney Vollzeit in Hogwarts. Während ihrer Zeit dort bewunderten die Schüler ihre scheinbare Unfähigkeit, die Zukunft vorherzusagen. 1994 machte sie jedoch eine weitere bemerkenswerte Prophezeiung. Mitten im Unterricht wurde Trelawney von einer Vision heimgesucht und ihre Stimme veränderte sich stark. Sie verkündete lautstark: Es wird heute Nacht geschehen. Der dunkle Lord liegt allein und ohne Freunde, verlassen von seinen Anhängern. Sein Diener ist seit 12 Jahren angekettet. Heute Nacht, vor Mitternacht, wird der Diener ausbrechen und sich auf den Weg zu seinem Herrn machen. Der dunkle Lord wird mit Hilfe seines Dieners wieder auferstehen, größer und schrecklicher, als er jemals war. Heute Nacht, vor Mitternacht, wird der Diener aufbrechen, um sich seinem Herrn wieder anzuschließen. Diese Vorhersage bezog sich auf Peter Pettigrew, der sich nicht länger als Ron Weasleys Haustier Krätze versteckte und seine wahre Identität enthüllte. Neben diesen bedeutenden Prophezeiungen waren viele von Trelawneys späteren Visionen weniger bemerkenswert und wurden nicht oft ernst genommen. Albus Dumbledore machte sich gelegentlich über ihre Fähigkeiten lustig und viele andere auch. Dennoch waren einige ihrer Vorhersagen durchaus korrekt. Im Unterricht konnte sie beispielsweise oft Nevilles Missgeschicke vorhersagen, was möglicherweise auf ihre Wahrsagekräfte hinwies. Auch Trelawneys Vorhersagen über das Liebesleben ihrer Schüler trafen manchmal zu. Sie warnte Parvati Patil vor einem Mann mit roten Haaren und Jahre später hatte Ron Weasley ein Date mit ihr, was zu Spannungen führte. Für diejenigen, die Trelawneys Gabe der Wahrsagerei anzweifeln, mögen ihre Vorhersagen bizarr erscheinen. Doch sie hat zweifellos einige bemerkenswerte Prophezeiungen gemacht. Immerhin, wenn Parvati Patil ihr ganzes Leben darauf gewartet hätte, dass ein zufälliger rothaariger Mann irgendetwas Unangenehmes tut, hätte sie sicherlich irgendwann etwas erlebt, das Trelawneys Prophezeiungen gerechtfertigt hätte. Sollte in der Zukunft ein rothaariger Mann eine unhöfliche Bemerkung machen oder irgendwas anderes Übles tun, könnte Patil dies als Beweis für Trelawneys Voraussicht anführen. Diese Art von Kritik, dass Trelawneys Visionen so allgemein waren, dass sie zwangsläufig zutreffen mussten irgendwann, ist schwer zu widerlegen. Doch ein Blick auf ihre zwei stärksten Prophezeiungen zeigt, dass Trelawney zweifellos eine Gabe besaß, die Zukunft zu sehen.
Zu verschiedenen Zeiten ereigneten sich in Hogwarts Ereignisse, die immer mehr Beweise für Trelawneys Fähigkeit, in die Zukunft zu blicken, lieferten. Einmal erhielt Lavenda Brown, dasselbe Mädchen, mit dem Ron später ausgehen würde, eine Nachricht, dass ihr Haushase gestorben war. Trelawney hatte vorausgesagt, dass Lavenda an diesem Tag eine schlechte Nachricht erhalten würde, und der Tod ihres Haustieres bestätigte dies. Ein anderes Mal behauptete Trelawney, dass ein Mitglied ihrer Klasse sie für immer verlassen würde. Viele Schüler dachten, dies würde bedeuten, dass jemand umzieht oder noch schlimmer sterben würde. Doch später im Jahr meldete sich Hermine einfach von dem Kurs ab. Es war bei weitem nicht so dramatisch, wie Trelawney es erscheinen ließ, aber es wurde trotzdem wahr. Die Folgen dieser inoffiziellen Prophezeiungen waren jedoch nicht immer so oberflächlich. Einmal während des Mittagsessens am Weihnachtstag schaute Professor Trelawney ihre Kollegen an und erklärte, dass der erste Lehrer, der aufsteht, auch der erste sein würde, der stirbt. Dies wurde klar, als Albus Dumbledore sich schließlich vom Tisch erhob und später sein Leben gab, um den dunklen Lord zu täuschen. Als Dolores Umbridge die Leitung von Hogwarts übernahm, machte Professor Trelawney eine weitere zweideutige, aber düstere Vorhersage. Sie behauptete, Umbridges Zukunft sei düster, was nicht besonders überraschend war. Doch angesichts Trelawneys bemerkenswerter Prophezeiungen beschloss Umbridge, sie von ihrem Posten als Professorin für Wahrsagerei zu entfernen. Später, als Umbridge von Zentauren gefangen genommen und später in Azkaban inhaftiert wurde, schien sich Trelawneys Prophezeiung zu bewahrheiten. Kurz vor Dumbledores Tod spürte Trelawney erneut dessen drohendes Ende. Ihr Geist wurde von Visionen eines hohen Turms und eines Blitzschlages geplagt. In der Nacht seines Todes wurde Dumbledore von einem grünen Blitz eines tödlichen Fluches getroffen, was Trelawneys Vorhersage genau entsprach. Der genaue Zeitpunkt und Ort mögen abgewichen sein, doch Dumbledore selbst bat schließlich Snape, ihn zu töten, um ihren Plan voranzutreiben und den Sieg über Voldemort näher zu bringen. Rückblickend auf das Leben und die Vorhersagen von Professor Trelawney ist es schwierig, sich einen klaren Reim darauf zu machen. Kritiker könnten natürlich versucht sein, auf all die wilden Behauptungen hinzuweisen, die die Wahrsagerin im Laufe der Jahre gemacht hat, und dies als Beweis für ihre mangelnden Fähigkeiten anzuführen. Und viele würden ihnen wohl nicht widersprechen. Doch wäre da nicht ihre bedeutendste Prophezeiung, die sie in Hogsmeade mit Albus Dumbledore machte, hätte niemand in der Zaubererwelt sie jemals ernst genommen. Aber selbst wenn diese Prophezeiung und einige andere letztendlich wahr wurden, wird Trelawneys Ruf immer von ihren zweideutigen Visionen und scheinbar völlig falschen Vorhersagen befleckt sein. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen zu dem Thema oder zu irgendeinem anderen Thema hast, schreib sie mir gerne in die Kommentare. Solange danke ich dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.